willkommen zum 6. Spieltag der Aschbill. Und ja, heute kämpfen wir gegen den guten Rudel-Johnny und seinen Kader. Und er ist spannend. Der ist auf dem Papier ziemlich scheiße, aber irgendwie trotzdem hat er eine Daseinsberechtigung. Wir haben Ability Shield, Clodsire, Lefty Scissor, Lefty's Komo-O, Wise Glasses, Greninja und Double Scarf auf Arcanine und Torakizui. Rudel-Johnny hat gefühlt 10 Typings in seinem Kader. Den Rest irgendwie gar nicht. Und ja. Trotzdem hat er kein komplettes Scheiß-Matchup, ne? Ja, die zwei S-Mons, das habe ich erwartet. Dann Hammerod. Er hat wirklich Spidops, okay. Dann Hammerod. Dann haben wir, Spidops. Kein Fezzendipity. Mienshaun, Cyclizer. Kein Torterra. Ui, Torterra war richtig. Torterra hat mich gefühlt in so circa jedem. In jedem Testmatch weggesweept. Ich schwöre. Deswegen bin ich gerade froh, dass er nicht dabei ist. Wir leaden mit Komo-O. Ich hätte eigentlich gerne mit Arcanine geleadet. Aber da ist ein Spidops. Und deswegen werde ich mit Komo-O leaden, damit keine Webs rauskommen. Weil ich habe Taunt auf dem. Und ja. Das bedeutet. Das passt. Wir haben zwar Defog dabei. Den wollen wir aber nicht unbedingt so drücken müssen. Weil das ist ein absolut krasses offensives Match. Und ja. Deswegen wollen wir das so machen. Hammerod, Ogapon, Darkrai, Torterra ist nicht dabei, stattdessen Spidops. Krass, er hat wirklich kein Ding mit. Kein Torterra. Was ich grüße, weil Torterra war richtig müllig für mich. Aber ja, das ist schon in Ordnung. Spidops Lead ist zwar absolut obvious von seiner Seite aus, aber ja. Ich muss ja was dagegen tun, ne? Und ich. Dieses Bild. Ich kann ihn nicht webben lassen. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Deswegen. Passt. Wir taunten den. Wir wollen nicht, dass der hier Webs legt. Habe ich keinen Bock drauf. Er kann auch Angst vor Omniboost haben, actually. Das wäre eigentlich ganz lustig. Muss ich ehrlich sagen, dass es witzig wäre. Weil dann müsste er sowas wie Circle Throwen und mich raushauen. Circle Throw war ja der Move, der mich rauswechseln lässt, ne? Das heißt, danach könnte er auch nicht mehr webben oder so. Gut. Und? Wollte er webben? Ja. Dann bekommen wir jetzt eine gratis Dragon Claw. Ne, wir können rocken. Ja, Rocks sind hier gut. Rocks sind hier wirklich gut. Er wollte also webben. Passt. Er geht raus, das ist fein. Ich meine, welches Mon lebt? Einen Hit. Ah, der. Der hat in dem Fall Play Rough. Gut. Schön, dass die Roggers liegen. Ich hätte aber auch gerne Dragonclaw drauf gehabt. Ich gehe davon aus, dass er Play Rough hat. Weswegen wir jetzt halt Claudi gehen. Ich habe Angst vor Play Rough. Ich muss zuerst den Play Rough scouten. Wenn er in den reingeht, muss er ja einen Move haben. Weil Play Rough ist basically der einzige Move, den Ogapon überhaupt gegen Komo-O hat. Deswegen, ja. Der kann jetzt halt auch einfach Terran und Ivy katscheln. Und wenn er das macht, hat er es gut gemacht. Aber Ogapon ist sowieso ein bisschen stressig. Nee, er geht für Stomping. Okay. Das macht aber gar nicht so viel. Warte mal. Das macht nur... Das waren 158, ne? 158. Wow. Warte. Stimmt das? 463 minus 305. Ich will mich jetzt hier nicht verrechnen. Ja, 158. Der ist nicht physisch investiert? Bin ich bescheuert? Lol, der ist nicht physisch investiert.
Hindert mich irgendwas an EQ? Ja, Spider-Ops, lol. Aber ich EQ trotzdem. Er geht raus. Ist das kein physisches? Es kommt der, okay. Dann gehe ich jetzt Scissor. Weil... Dann kann ich gleich Organ. Ja. Gut. Ich hätte es mir denken können, dass das passiert. Aber wir könnten auch Hulk hineingehen, weil dann claimen wir, glaube ich, einen. Fast. Fast claimen wir einen. Gegen wen bekommen wir noch Scissor rein? Eigentlich eh gegen den hier und gegen Hammerod. Aber, ich will die Webs echt nicht auf meiner Seite haben, sage ich ehrlich, wie es ist. Das Problem ist aber, wenn ich Scissor gehe, dann geht er danach auf den Fogger, wieder in Ogapon. Und das wäre Worst Case. Sage ich euch, wie es ist. Also gehen wir Hulk hinein. Er webbt, ja, okay. Aber wir werden die hoffentlich noch wegbekommen. So, jetzt Terra feuern wir und Flareblitzen einmal, ne? Ja. Es sollte eigentlich irgendwas sterben. Und zwar der. Es stirbt der. Das ist fein. Es stirbt Spider-Ops. Und Harkonnen hat einen Kill. Was? A Sucker Punch. Okay. Damit ist der tot. Okay. Es wird wahrscheinlich Hammerod oder so kommen, denke ich. Also würde mich wundern, wenn nicht. Weil wenn der Scarf ist, dann hat er gar keinen Grund, das nicht zu machen. Und ich glaube, ich gehe echt Scissor. Oh, er könnte auch Flip turnen, ne? Wenn der Scarf ist, könnte er auch Flip turnen. Okay. Die Webbies müssen wir aber auf jeden Fall noch wegbekommen. Sollten wir aber mit Scissor irgendwann hinbekommen. Wir müssen nur irgendwann quasi in Ding kommen können. In Scissor. Ja, das ist der. Das habe ich mir gedacht. Der hat auch keine Boots, der ist wahrscheinlich Scarf. Und wenn der so flip-turnt oder so, ist das komplett fein. Außer wir gehen in den, weil dann kommt Ogapon. Das heißt, wir können jetzt nicht in Scissor gehen. Wenn er Aerial Ace predicted, dann macht das gut. Aber da der in den geht, denke ich, dass er Scarf ist, weil er sonst Angst haben muss, dass er einfach straight am einem Zetz stirbt oder so. Außer er hat eine Choppel. Aber ich gehe eher von Scarf Hammerod aus, weil das ist das Einzige, was Sinn macht. In diesem Matchup vor allem. E-Speed ist trotzdem gut, auch ohne... mit Webs, ne? Ist E-Speed trotzdem geil. Das heißt, dicke Webs kommen. Geht er Flip-Turn? Geht er was anderes? Er doubled. Aber in was? In Ogapon? Wer ist das? Es ist der. Okay. Der killt mich nur, wenn er sehr, sehr investiert ist. Da der aber keine Boots hat. Ich will den auch nicht spinnen lassen, to be honest. Deswegen. Der killt mich nur, wenn er sehr investiert ist. Sage ich euch ehrlich, wie es ist. Der killt mich nur dann. Und zwar nur mit Draco, ne? Muss ich auch dazu sagen. Wenn der Full Spez Attack ist, nur dann killt er mich mit Draco. Beziehungsweise hat eine Roll zu killen. Er geht für Dragon Claw. Das killt mich aber nicht. Er ist Life Orb. Und er stirbt. Passt, damit ist Cyclizer raus und er kein Spinner mehr. Okay. Omo hat einen Kill. Achso, mit den Webs hat er auch Omnibus prevented, aber den habe ich eh nicht mit. So.
Ich muss nur aufpassen, dass Claude Sire jetzt nicht noch mehr Chip bekommt. Ich darf den in keinen Move mehr reinwechseln. Okay, es ist noch nicht gegessen. Das ist noch lang nicht gegessen. Wenn wir keinen Ding rausbekommen, keinen Defog, dann ist das Game lost. Deswegen müssen wir einen Defog rausbekommen. Ich habe gar nicht geguckt, was Zoroark für ein Mon ist, ne? Bei der Teamauswahl. Das war gar nicht so gut. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, was Zoroark für ein Mon ist. Ob das überhaupt ein Mon ist. Okay, nice. Chip. Moldbreaker, ja. Ich bleibe jetzt aber drin, weil jetzt ist Komo nicht mehr so useful. Weil der eigentlich auch in zwei Hits von Samurott stirbt. Das bedeutet, wir gehen hier einfach für Dragon Claw. Ja. Wir gehen hier für Dragon Claw. Wir gehen hier einfach für Dragon Claw. Um dem Chip zu gönnen. Weil Bullet Punch plus E-Speed killt. Dann danach sollte er es killen. Das heißt, er muss sich jetzt entscheiden, was er drückt. Er terrat. Okay, okay, er geht plus 1. Damit ist Moldbreaker raus. Und der Big Boy kommt. Okay. Ivy Katschen. Killt das, wenn der nicht investiert ist. Ja, es killt. Okay. Hat 96 gemacht. Können wir trotzdem irgendwie herausfinden, was das für ein Investment ist? Terrafire gegen Komo-O. Ivy Katschel. Ohne Investment. Okay, das ist. Das macht schon Sinn so. Aber gegen Claudiclod. Der killt uns nicht. Das heißt, wir EQ'en hier einfach mal. Wir können natürlich nicht Scissor gehen, Alter. Das heißt, wir gehen Claudiclod und gehen für EQ. Ne? Ja. Wir gehen hier einfach mal für EQ. Weil Stomping Tantrum killt nicht. Das ist ja genau der Schaden, den wir gerade gehabt haben. Und er hat eigentlich auch nicht mehr wirklich einen Switch in den EQ. Also hat er schon, aber sobald er alles in E-Speed-Range kommen lässt, ist das halt nicht so geil für ihn. Deswegen gehen wir hier für EQ. Ich habe Unaware. Deswegen soll es schon passen. Und irgendwas frisst dann halt einen EQ. Klotz sei auf keinen Fall Second. Weil Klotzer Sack bedeutet Game Lose. Sollte eigentlich nicht killen. Tut's auch nicht. EQ. Das macht ja gar nichts. Oh mein Gott, das macht ja gar nichts. Ist okay. Wieso macht das so? Ist der Füste? Es waren 25 und jetzt hat er noch ungefähr 35 oder so. Das heißt, sie haben nur ungefähr 40% gemacht. Digga, ist das Füste? Maybe. Naja, das ist ja jetzt schon mal gut. Wie viel machen wir dann mit einem E-Speed von Arhalkanine? E-Sweep macht so 30 bis 36. Beziehungsweise, ich weiß nicht ganz, was das für ein Investment ist, aber wir müssen wahrscheinlich E-Speed into Bullet Punch machen. Der hat Synthese mit? Was ist das für ein Set, Digga? Geh ich für Toxic? Oder für Recover. Ne, ich gehe für Toxic. Falls er nochmal Synthese drückt. Okay, der hat keine Tech-Investment. Ich verliere jetzt doch an Ogapon, ha? Huh?
Das ist halt schon wieder irgend so ein Set aus der Hölle. Das ist unglaublich. Auf dieses Set hätte ich mich... Okay. Ah, aber wenn Harkonnen dann nicht killt, ne? Dann synthest der einfach. Ivy Cutchill, Stomping Tantrum, Synthese. In den gehen? Warte, der ist so bulky. Wir könnten schneller sein mit dem. Auch mit Stickies. Wir könnten schneller sein, auch mit Sticky. Weil der so bulky ist. Warte, der muss... Wir haben dem ja ungefähr 40% oder so gemacht, ne? Wir haben dem ungefähr 40% gemacht. Das heißt, der ist sehr, sehr füstef. Das heißt, wir könnten mit Head Smash schneller sein. Und dafür muss ich gehen. Dafür muss ich gehen. Ja, wir sind schneller. Bonkers, Ogapon ist tot. Alles geschafft. Wenn ich jetzt verliere, ist es mir scheißegal. Ogapon ist tot. Ja. Weg mit dem Scheißdrecksvieh. Boom, Chakalaka. Es ist mir alles wurscht jetzt. Ogapon hat mich nicht gesweept. Er war langsamer, weil der so füstef investiert ist. Er weiß jetzt, dass ich Scarf bin. Und wir sacken jetzt ein. Okay. Darkrai haben wir noch. Mr. Löwenglut. Das ist Wishu, ja. Jetzt ist die Frage, was wir drücken. Ha, wenn wir richtig cocky sind, gehen wir Zoroark, ne? Aber ich glaube, Zoroark brauche ich noch, weil der kann noch gut sein. Er kann auch U-Turnen auf fast allen Mons. Wobei, ist der wirklich noch so wichtig? Warte, kann Wishu einen Feuermove? Nein. Ich bin am Überlegen, einfach komplett cocky jetzt. Wenn er U-Turnt, U-Turnt er, ganz ehrlich. Einfach Zoroark zu gehen auf den Kampfmove. Wenn er Knock-Off, Knock-Off der. Und Zoroark ist tot. Aber dann können wir Scissor gehen. Und die Form. Und das wäre das Wichtigste meines Lebens. Sage ich euch ganz ehrlich. Ich glaube, eine bessere Chance zu defoggen bekommen wir nicht mehr. Zacken müssen wir nämlich sowieso ein. Und wenn er Kampfmove drückt, drückt er Kampfmove und wir sind go to go. Also versuchen wir es einfach mal. Vielleicht drückt er auch U-Turn. Gute Ding, ne? Gute Tarnung. Aber scheiß drauf. War jetzt eh egal. Er drückt Knockoff. Okay, scheiß drauf. Scissor kann defoggen. Zoroark war nicht mehr so wichtig. Scissor kann defoggen. Und ist live up. Okay, okay, okay. Das heißt, wir gehen jetzt für defog. Ja, das müssen wir machen. Und danach können wir noch Bullet punchen, wenn wir einen Hit leben. Puh. So, was macht er jetzt? Heilige Scheiße, Mann. Ich meine, die Rocks sind für mich zwar gut, aber das Web verliebt mir das Game. Deswegen muss ich hier foggern. Und wir sollten eigentlich einen Hit leben, I guess. Also er ist live up. Er geht für Zets. Killt nicht. Das passt. Danach kann ich also für Ding gehen. Für Bullet Punch. Selbst wenn er Samurai rotiert. Foggers ist da. Das heißt, es ist fein. Sticky Web ist weg. Wir gehen jetzt für Bullet Punch. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht auch für Ding gehen kann. Nee, wir gehen für Bullet Punch. Er kann Samurott gehen, ja. Kann er machen. Aber wenn Samurott Chip bekommt, ist das auch gut, weil dann killt irgendwann ein Zed safe. Oh, er bleibt drin. Stirbt er nicht? Der stirbt. Nice, mir ein Schaustop. Okay.
Scissor lebt noch. Er lebt noch. Eine Razor Shell macht leider sehr, sehr viel Schaden. Ich weiß auch gar nicht, wie viel HP ich habe. Wenn er eine Choppel hat auf einem seiner beiden Kampf-Weaken-Mons, dann wird das Game noch einmal sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Dann wird das Game noch einmal sehr, sehr schwer. Er geht auch in Hammerrot. Wir haben 135 HP. Okay, der heißt, der killt mich. Aber nur mit Razor Shell. Mit Razor Shell safe. Mit Knockoff auch. Mit Ceaseless Edge und Razor Shell, und Knockoff hat er eine Roll. Und mit Sacred Sword oder so killt er mich wahrscheinlich gar nicht. Das heißt, entweder gehen wir jetzt hier für 20% ungefähr Chip. Was gut sein kann für Hurricane 9. Ich überlege gerade, wie viel macht Gren gegen den? 36. Ich glaube, ich gehe einfach für den Chip. Außer der drückt jetzt halt so einen richtigen Bullshit-Move. Worauf ich ehrlich gesagt gar nicht so Bock hätte. Das kann der... ich kann nicht mehr überlegen. Wir gehen hier für... U-Turn. Aquacutter. Beleben? Ist der auch für Steph? Der ist, glaube ich, auch für Steph. Das war ja so wenig Schaden. Das waren 125. Warte mal. Wir waren vorher bei 133, ne? Der ist Adamant. Nee, ist er nicht. Doch. Nee. 125 Damage waren das. Ja. Egal, wir gehen hier für den Kill. Weil Surf sollte ihn an der Stelle mal rausnehmen. Beziehungsweise wir gehen jetzt einfach für... Weil wenn er Scarf ist, juckt's mich nicht, wenn er Aquajet hat. Warte. Aquajet gegen mein Harkonnen. Macht maximal, wenn er Adamant ist, 182. Okay, passt. Machen wir. Wir haben noch 3 Prios in der Bag. Ich gehe für Zets. Hat nur noch 2 Fighting Wicked Mons. Sucker Punch. Killt nicht. Passt. Jetzt checken wir erstmal ab, ob Darkrai Scarf ist oder nicht. Weil wir sind's ja. Das heißt, er muss Scarf sein, um mich zu killen. Das heißt, nur noch Darkrai ist da. Gott im Himmel, ist das ein spannendes Match, Alter. Was ist das denn? Gagagagag. Und dann gehen wir für Zets. Ich will abchecken, ob der Scarf ist oder nicht. So, was hat der? Er ist nicht Scarf. Aber low. Dark Pulse. Ist okay. Hurricane hat wieder mal seinen Job gemacht. Hurricane 9. 3 Kills schon wieder, der Boy. So ein geiles Mon. Fast sogar 4, ne? War das eigentlich eine Roll? Ja, war's. Ist eine Roll. Kann man ihm gönnen. Wem geben wir den Kill? Dem hier. Water Shuriken it is. Dafür haben wir's. Dafür haben wir's. Water Shuriken. Und damit haben wir gegen Rudelocker gewonnen. Und ich habe es nicht erwartet. Und die Webs sind gelegen. Und die Webs waren wieder weg. An dieser Stelle herzliches GG. Das war wild. Das war ein geiles Game. Ein richtig geiles Game. Ich habe es gefeiert, 2-0 gewonnen und ja, ich würde sagen, GG, es war echt ein gutes Game. War echt knapp und ich glaube, wenn Scissor das nicht gelebt hätte,
dann wäre es nochmal schwierig geworden. Also dann kann es gut sein, dass ich verloren hätte. Aber wir wissen es nicht. Ich kenne seine Sets nicht, ne? Ich weiß nicht, ob sein Hammerrod ein Zets gelebt hätte von Hulkenine. Deswegen keine Ahnung. Damit stehen wir 5-1. Sind gut dabei. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bei der Aschspiel. Und nochmal GG und bis zum nächsten Mal. Bis später, Seele, und hau rein, dann, falls wir uns wiedersehen.